Jetzt komme ich zu Salisrödl. Salisrödl war, ja, war lange Zeit Mitarbeiter in dieser Abteilung Allgemeine Erziehungswissenschaft, wurde auch hier promoviert zu einer Arbeit zur Negativität im Lernen im Bereich der qualitativen Unterrichtsforschung, der phänomenologischen Videografie. Die Dissertation ist auch in unserer Reihe der phänomenologischen Erziehungswissenschaft erschienen, im Springer Verlag. Er hat studiert an der PH Freiburg auf Lehramt, also im Ländle, und hat im Moment eine Stelle hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität, an unserem Institut, und hat die ehrenvolle Aufgabe, die Evaluation und dann auch die Akkreditierung mitzubegleiten. Herzlich willkommen, Salis, freue mich sehr. Und jetzt wird er also uns Überlegungen zu Konturen und Status einer pädagogischen Praxis vorstellen. Bitte schön. Mir viel, und ich nehme das einfach mal als Zeichen des Interesses und auch der Wertschätzung, hoffe ich zumindest für meine Arbeit. Bevor ich jetzt hier loslege, auch vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Band, den Malte gerade erwähnt hat, den er zusammen mit Martin Weber-Spangenkleber und Johannes Thürstig rausgibt. In diesem Kontext steht natürlich auch das, was ich jetzt hier gleich vortragen werde zum Thema Fragen. Ich habe den Beitrag vor fast einem Jahr geschrieben, ist mir aufgefallen. Und der ist inzwischen so ein bisschen, bei einem Schinken würde man sagen, abgehangen. Aber er ist nicht unbedingt besser geworden dadurch, deswegen musste ich nochmal einiges ändern. Das heißt, das, was ich jetzt heute erzähle, ist für mich auch nochmal ein bisschen neu. Ja, also das hatte ich schon mal irgendwie alles aufgeschrieben und habe es jetzt nochmal umgeschrieben. Das heißt also, ich begreife das tatsächlich jetzt auch nochmal als Möglichkeit, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Als Chance sozusagen. Ich will mich also jetzt heute mit Ihnen gemeinsam mit der Frage, nach der Frage und den Fragen als pädagogische Praxis beschäftigen. Das wird so ein bisschen ein Running Gag, dass natürlich ganz oft Frage hier vorkommt, wenn ich immer sage, die Frage nach der Frage und so weiter. Bitte sehen Sie es mir nach oder wenn ich dann mal darüber stolpere. Darum soll es also gehen. Und bevor ich loslege, erst jetzt noch einige so Rahmenbemerkungen zum Thema Praxis. Malte hat es auch gerade schon gesagt, in dem Begriff von Praxis, den ich hier jetzt zugrunde lege, orientiere ich mich auch an Herrn Benners Arbeiten und an den Arbeiten von von Josef Derbolaf, worauf sich auch Herr Benner, glaube ich, aufbaut und die weitergearbeitet hat. Also Praxis möchte ich hier verstanden wissen als eine konstitutive Aufgabe oder Tätigkeit, die eben deshalb konstitutiv ist, weil Praxen einerseits auf Anforderungen und Notwendigkeiten ihres jeweiligen Feldes antworten. Sie bearbeiten also sozusagen ein Problem, und ohne diese Problembearbeitung würde Praxis nicht funktionieren. Konstitutiv sind sie aber auch deshalb, weil sie, wie es bei Derbolaf heißt, eine regulative Orientierung anbieten und damit ihre jeweiligen gesellschaftlichen Handlungsbereiche mitbestimmen und strukturieren. Die Praxis des Fragens also ist in das größere Praxisfeld der Erziehung aufgehoben und übernimmt darin eine konstitutiv-regulative Aufgabe insofern, als dass sie bestimmte Bereiche der Erziehung ermöglicht und über die Bestimmung und Reflexion darauf, was das Besondere am pädagogischen Fragen ist, auch Abgrenzungen zwischen erzieherischen Praxen untereinander ermöglicht. Damit spielt sie zwischen einer deduktiv-induktiven Auslotung, die immer wieder auch anhand von Beispielen zu bestimmen versucht, was das Fragen ist, wie gefragt wird und wie es zielbringend eingesetzt werden kann. Und im Sinn einer theoretischen Empirie wird mit diesen Reflexionen auch immer wieder neu und anders bestimmt, welchen Platz das Fragen in einer systematischen Betrachtung des Phänomens Erziehung einnimmt. Wird das Fragen also so als Praxis theoretisiert, oder so möchte ich das jetzt verstanden wissen, und geschieht dies hauptsächlich mit dem Ziel, die Theoretisierung wieder an ihren empirischen Spielarten und Implikationen zu messen, so kann das Fragen auch als ein operativer Begriff im Sinn von Fink gesehen werden, der einerseits im Feld der Erziehung Orientierung gibt und Handlung ermöglicht, der andererseits aber diese Orientierung auch in der Praxis jeweils wieder überschreitet und einen Überschuss bietet, indem sich sozusagen Praxis wieder prägend den Begriff eindrücken kann. Das sozusagen als praxistheoretische Rahmung. Und
mit diesen einleitenden Bemerkungen und vielleicht, weil Sie mich ja jetzt auch schon kennen, können Sie sich vielleicht vorstellen, in welche Richtung meine heutigen Überlegungen gehen, wo nämlich theoretische Empirie betrieben wird und mit operativen Begriffen die Sache selbst und der Zugang zu ihr gleichsam in den Blick genommen werden. Da bietet sich natürlich eine phänomenologische Perspektive an. Ich werde also versuchen, heute noch einmal und vielleicht zum letzten Mal in dieser Runde mich einer pädagogischen Sache anzunähern. Und dazu nutze ich die phänomenologische Variation. Dazu werde ich zuerst so knapp als möglich einige theoretische Hinsichten auf die Frage und das Fragen aus linguistischer, philosophischer, pädagogischer und dann als Spezialfall dieser pädagogischen noch die zeigetheoretischen Perspektive eröffnen. Diese Hinsichten werden dann auf zwei Beispiele umgelegt mit dem Ziel, sie zu prüfen, zu kritisieren und weiterzudenken. Also die Hinsichten, nicht die Beispiele in dem Fall. Entsprechend schließe ich meinen Vortrag dann mit einigen Anmerkungen zur Frage und zum Fragen an sich und zu ihrem Status als Praxis innerhalb der Pädagogik. Es geht los mit den linguistischen, philosophischen, rhetorischen Fassungen. Das erste Bündel an theoretischen Perspektiven werde ich relativ knapp abhandeln, weil ich vermute, dass hier vieles bekannt ist. In der Linguistik gelten Fragen als besondere sprachliche Äußerungen, da sie ihren illokutionären Anteil explizit deutlich machen, also den auffordernden Anteil. Sie haben dadurch einen Anspruchscharakter. In der Rhetorik wird auf die Funktion der Frage, die Gesprächssituation zu ordnen, verwiesen. Sprecherinnen und Hörerinnen werden durch eine geäußerte Frage klare Positionen, Funktionen und Aufgaben zugewiesen. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz lange Tradition der Rhetorik in der Pädagogik, die dann sozusagen auch in die pädagogische Artikulation übergeht. Dabei setzen Fragen aber immer schon ein bestimmtes Vorwissen und ein gemeinsam geteiltes Referenzsystem voraus, ebenso ein Fragen-Können. Aus philosophischer Perspektive lässt sich ableiten, dass das Fragen und Staunen der Beginn des Forschens, Denkens und Philosophierens ist bzw. sein kann. Dass das Fragen darüber hinaus aber noch mehr bietet. Bei Heidegger eröffnet die Fähigkeit zu fragen, dem Menschen nach dem Sinn von Sein zu fragen und somit Selbstauslegung zu produzieren. Also das ist dann dieser Seinsmodus der Frage. Näher eingehen möchte ich jetzt nur auf zwei Positionen im Anschluss an Heidegger, weil diese mir hier besonders relevant erscheinen. Hier ist zuerst Finks Theorie der Fragegemeinschaft zu nennen und ich glaube, dazu werden wir auch noch was hören in dieser Runde von Martin wahrscheinlich. Fink geht davon aus, dass der Mensch sich immer zur Sinnfrage verhält und zwar in selbstauslegenden Sinngebungen. Diese finden in Praxen statt. Arbeit, Herrschaft, Liebe, Spiel, Tod und Erziehung. In diesen Praxen verhält sich der Mensch denkend und handelnd zur Welt und auch zu anderen. Es sind koexistenzielle Praxen. In der Erziehung wird die Frage nach dem Sinn als gemeinschaftsstiftende relevant. In einer Frage- und Beratungsgemeinschaft beraten sich Erziehende und Zuerziehende über Sinnfragen. Die Frage ist hier ein verbindendes Element. Sie bringt Menschen zusammen. Zudem ist sie für pädagogische Situationen doppelt relevant. Und zwar, weil Sinnfragen im intergenerationalen Dialog besonders drängend sind und weil aus der Fragegemeinschaft eine pädagogische Konstellation entsteht, die in ihrer Asymmetrie aber je nach Frage und Situation variieren kann. Und die zweite Perspektive hier, da möchte ich auf Heinrich Rombach eingehen, auch Phänomenologe. Rombach stellt die Fragesituation als eine konkret lebensweltliche dar, in der es um das Aufeinandertreffen und den Einbezug zweier Personen geht. Schon vor der Frage sind diese in einem Miteinandersein verbunden, das die Frage ermöglicht und in dem sie sich auch erst an eine konkrete Person richten kann. Rombach konkretisiert diese Bezogenheit der Frage noch weiter. Indem die fragende Person anzeigt, dass etwas unbekannt ist, erhebt sie einen Anspruch. Sie spricht den Befragten auf etwas hin an. Dabei sind der Gegenstand und der Befragte eng miteinander verklammert. Er muss erkannt sein als einer, der diese Sache kennt, weiß, versteht, bevor man überhaupt eine Frage an ihn richten kann. Und er wird als potenzieller Antwortgeber in der Frage mit hervorgebracht, wieder auf Basis eines situationsgebundenen Mitseins. Der andere ist so immer schon ein Angesprochener, Zitat Rombach, wenn er in den Umkreis eines möglichen Anfragenkönnens gelangt. Aber auch für die Fragenden gilt, dass sie sich in der Frage erst als Teil der Frage-Antwort-Konstellation hervorbringen. Also dann als Fragende, die
etwas nicht wissen. Ich komme zu den dezidiert pädagogischen Perspektiven. In der Pädagogik kann die Frage und das Fragen auf eine lange Tradition zurückblicken. Von Sokrates bzw. Platon über Rousseau und Kant hin zu Disserweg und Dewey. Ich will an dieser Stelle nur auf neuere Ansätze eingehen und auf solche, die sozusagen eine eigenständige Theorie der pädagogischen Frage entwickelt haben. Eine solche Bestimmung findet sich zum Beispiel bei Alfred Petzold. Für ihn beherrscht die Frage den Prozess des Erkennens und Lernens und wird nicht durch den Lehrer in den Schüler eingepflanzt, wie er sagt, sondern sie gehört zu jedem Ich naturhaft als Fragen müssen. Dabei weist die Frage einen strengen Sachbezug auf. In der Frage wird eine Sache aus der Welt herausgenommen. Petzold nennt dies die Vereinzelung von etwas Gegenständlichem. Und in der Antwort auf die Frage wird versucht, die Vereinzelung wieder aufzuheben und die Sache in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Petzold unterscheidet außerdem nach der Frage, dem problematischen Gegenstand und dem Frageakt oder dem Vollzug der Eindeutigkeit des Gegenstandes sucht. Diese Unterscheidung ist ganz zentral, haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, weil ich jetzt die ganze Zeit frage, sage die Frage und das Fragen. Das ist sozusagen diese Grundunterscheidung. Also die Frage an sich, der problematische Gegenstand, die Sache und der Frageakt, in dem sozusagen über diese Frage irgendwie Eindeutigkeit erlangt werden möchte. Das Prinzip der Frage, also die Fähigkeit, die Dinge fragwürdig werden zu lassen, muss dabei dem Frageakt vorausgehen. Und um den Frageakt aus dem Bereich der Subjektivität und Beliebigkeit zu verbannen, muss sich die Frage selbst an der Wahrheit orientieren. Entsprechend sind Frageakte und Fragebewusstsein der Lernenden im Unterricht auf die Anleitung von Lehrenden angewiesen, damit nicht einfach nur um des Fragens willen gefragt wird. Ähnlich denkt auch Derbolaf das Fragen. Er geht davon aus, dass Bildung als Bewegung sich im Modus des Fragens oder Erfragens vollzieht. In Anlehnung an klassisches Bildungsdenken bestimmt er das Fragen als Vermittlung und als Auseinandersetzung zwischen dem Selbst und der Welt oder Selbst und anderem. Zentral ist dabei der Beginn des Fragens. Derbolaf argumentiert vor dem Hintergrund neuzeitlicher, immer abstrakter werdender Wissensbestände dafür, dass der Beginn des bildenden Fragens in der Wahrnehmung eines Anspruchs der Wirklichkeit liegt. So nennt er das. Didaktik hätte Lernende demnach in einen ursprünglichen Modus der Fraglichkeit zu versetzen und ihnen über die Sache einen Selbstbezug zum Wissen zu ermöglichen, da nur so das Wissen in Bildung überführt werden können. Der Modus der Fraglichkeit und das Fragen können gehören so zur Bedingung der Möglichkeit von Didaktik und Methodik. Und der Modus wiederum, in dem das Fragekönnen erworben wird, ist selbst ein Fragen. Zitat nochmal, das Fragenkönnen muss erst erfragt werden. Diesen eher positiven Einschätzungen der Frage stehen auch einige Einwände gegenüber, die sich hauptsächlich aus der Anwendung von Fragen im Schulunterricht speisen. So kritisiert zum Beispiel schon Dewey sogenannte Mock-Problems, also Fragen oder Problemstellungen, die nicht aus lebensweltlichen Situationen der Schüler stammen, sondern konstruiert werden, um einen bestimmten Inhalt zu transportieren. Diese Mock-Problems führten dazu, dass SchülerInnen ihre einzigen Probleme darin sehen, die extern an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen, um nicht schlecht bewertet zu werden. Auch die ethnografische und konversationsanalytische Unterrichtsforschung ist der LehrerInnenfrage gegenüber kritisch eingestellt. Sie sei keine Frage im eigentlichen Sinne und als Scheinfrage bleibe sie zwischen einer mäeutischen Intention und einem vorab festgelegten Outcome des Lernprozesses stecken. Die Folge ist eine starre Gesprächsführung sowie SchülerInnen, die zum Raten neigen. Das pseudosokratische Gespräch gleicht damit einer humorlosen Form der Trivialisierung des Fragens. Zitat Luhmann, der Gefragte gerät in die schwierige Lage, nicht nur die richtige Antwort finden zu müssen, sondern auch noch herausbekommen zu müssen, was der Fragende für die richtige Antwort hält. Ich komme jetzt noch zu einer Sonderform des pädagogischen Fragens, das ich aufgenommen habe, weil darin einige systematische Betrachtungen, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht werden. Das ist die Idee des fragenden Zeigens und des zeigenden Fragens von Prange und Strobel-Eisele.
Laut Pranger und Strobel-Eisele sind Fragen nicht nur der Anfang des Lernens, sie sind auch konstitutiv für pädagogische Situationen und fordern das Handeln in erziehender Absicht heraus. Umgekehrt lässt sich dann von einer pädagogischen Situation sprechen, wenn im Zuge des Lernens Lernproblematiken, Hemmnisse, ungelöste Fragen oder negative Erfahrungen auftreten, wenn dann die Lernenden von Seiten der erziehenden Lernhilfen gegeben werden und dadurch der Lerngegenstand auf eine bestimmte Weise thematisch wird. Im konkreten intersubjektiven Antwortgeschehen ordnet dann das Fragen die pädagogische Situation nach den Polen Lernende, Erziehende, Themen und Operationen. Also von dort aus kann man dann sozusagen das didaktische Dreieck entwerfen. Dabei hat die Frage in beiden Richtungen auch eine zeigende Funktion. In der Frage zeigen Kinder und Lernende etwas an, gleichsam gestalten PädagogInnen ihr Zeigen, Zitat, als Antwort auf Fragen und Wünsche der Lernenden. Das Fragen der Kinder kommt dem Zeigen entgegen. Und ohne Fragen ist kein Zeigen im engeren Sinn möglich. Deshalb gehört auch die Kultivierung des Fragens einerseits zu den Folgen der Erziehung, aber gleichzeitig zu den Voraussetzungen der Erziehung. Im schulischen, formellen und pädagogisch organisierten Lernen tritt das inzidentelle Fragen allerdings in den Hintergrund. Lernen findet nicht mehr nur mitgängig auf einen fragenden Impuls der Lernenden hin statt, sondern es wird versucht, durch Unterricht geplante pädagogische Interaktionen und Fragen zu strukturieren und zu lenken. Prange begründet dieses Primat des erzieherischen Fragens mit dem Tradition- und Enkulturationsproblem in spätmodernen ausdifferenzierten Wissensgesellschaften. Hier lässt sich nicht mehr jede Frage von den Lernenden selbst finden. Auch bei der Aufrechterhaltung eines pädagogischen Verhältnisses spielt die Frage eine Rolle. Hier kommt es dann darauf an, ob sich Kinder auf bestimmte von den PädagogInnen vorgeschlagene Zugänge und Thematisierungen zu einer Sache einlassen oder ob sie weiterhin auf ihrer eigenen Zugangsweise zur Welt bestehen. Dies wiederum hängt laut Prange und Strobel-Eisele davon ab, inwieweit es den Erwachsenen gelingt, dem Kind ihre attentionalen Modifikationen zu vermitteln. Die pädagogische Frage verändert also Aufmerksamkeit in der Hinsicht, dass sie lenkt und eingrenzt und einen bestimmten Aspekt fragwürdig werden lässt. Aufmerksamkeit wird also nicht nur auf die Sache, sondern auch auf den Status der Sache gelenkt. Also zum Beispiel als wahr oder falsch, klar, unklar, alt, neu und so weiter. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen diese pädagogischen Positionen, die ich gerade referiert habe. In der Pädagogik wird also zuerst nach der Frage selbst und im Frageakt differenziert. Dabei wird hervorgehoben, dass durch die Ursprünglichkeit der Frage eine besondere Bindung der Lernenden an die Gegenstände von Wissen und Bildung etabliert werden kann. Ja, sogar, dass die Frage, das Fragen können und das fraglich werden lassen, dem eigentlichen Fragen vorausgehen müssen. Die didaktisierte Form des Fragens gilt dann als produktive Nachmodellierung eines natürlichen Lernens. Aus konversationsanalytischer und ethnografischer Perspektive wird das schulische Fragen oft als Scheinfragen abqualifiziert, das Lernen konterkariert und ausschließlich diszipliniert. Und in theoretisch-systematischer Perspektive lässt sich das Fragen von Lernenden und von Erziehenden als konstitutiv für eine pädagogische Situation fassen, entweder als Auslöser, um den herum sich eine pädagogische Situation ergibt, oder als Teil eines geplanten Settings, in dem dann weitere Fragen entstehen. Fragen und Zeigen lassen sich dabei als reziproke Praxen bestimmen, die von allen Teilnehmenden der Situation gleichmäßig genutzt werden. Im Anschluss an diese grobe Skizze des Fragens soll nun in einer Wendung hin zur konkreten Praxis des pädagogischen Fragens geprüft werden, ob und in welcher Form sich die hier genannten Punkte in einzelnen Fragesituationen aufzeigen lassen und in welcher Weise der empirische Blick auf die Praxis des Fragens auch zu einer produktiven Irritation theoretischer Voreinstellungen führen muss. Ich habe ganz bewusst zwei sehr unterschiedliche Situationen ausgewählt, das werden Sie gleich merken, um so eine gewisse Bandbreite abzudecken und um auch sozusagen der lernenden Frage als Auslöser von pädagogischem Fragen nochmal ein bisschen Stellenwert zu geben. Also hier geht es zuerst mal um eine lernenden Frage, könnte man sagen.
Ich lese das Beispiel einfach mal kurz vor und Sie können mitlesen an der Leinwand. Beispiel 1, das Grüne. Bruno, 2 Jahre, 8 Monate alt, ist im anderen Zimmer und spielt auf dem Teppich mit einer kleinen Luftpumpe. Zuerst spricht er leise vor sich hin. Warum ist es da grün? Warum ist das Zimmer so grün? Das ist grün. Dann laut. Ich gehe hinüber ins Zimmer und es ist tatsächlich ein grünliches Licht im Zimmer. Auch die Wände und der helle Teppich schimmern blassgrün. Ich zeige auf die große Eiche vor dem Fenster und erkläre, dass deren grüne Blätter das Licht grün machen. In dieser Situation wird auf ein gemeinsames Verständnis einerseits des Frageinhalts, andererseits der jeweiligen Funktion im Frageverhältnis vertraut, da die Frage zuerst nicht direkt an eine Person adressiert wird und der Inhalt der Frage sich erst im Verlauf konkretisiert. Es scheint für den Fragenden klar zu sein, dass gefragt werden kann und wie die Frage formuliert werden muss. Das Fragen können zeigt sich in seinem Aufbau hier dann sozusagen in Echtzeit. Der Fragende scheint sich selbst aus einer ersten ungerichteten Frage und einem Staunen heraus in die Praxis des Fragens hineinzuhandeln. Das heißt, nach und nach einzelne Elemente des Fragens mit einer diffusen Intentionalität, die durch den Affekt des Staunens gefärbt ist, zu verbinden. Der Fragende übt sich so vielleicht erneut ins Fragen als kommunikativen Akt ein. Scheinbar kann er es schon, aber in dieser Situation ist er zuerst nur bei sich und so vom Grünen in Beschlag genommen, dass er erst über mehrere Wiederholungen die Fragesituation für eine weitere Person öffnen kann. Diese tritt hinzu und antwortet auf die Frage. Sie erklärt, keine besonders gute Erklärung hier wahrscheinlich. Und dieses Erklären wird auch noch unterstützt durch eine Zeigegeste und die Lenkung der Aufmerksamkeit auf einen tatsächlich sichtbaren Gegenstand, der dann hier als Begründung herhalten muss für diese Lichtstimmung. Der antwortende Erwachsene scheint die Zeigeaufforderung also sofort anzunehmen. Er wird als Wissender adressiert und tritt in die räumliche Situation, also er kommt sogar aus dem anderen Raum, als Erklärender. Dabei verlässt er sich darauf, dass dem Anspruch der Frage nach dem Warum mit dem Verweis auf den Baum ausreichend Genüge getan ist. Dass also auf eine Frage eine Antwort folgen muss, unabhängig vom Inhalt. Die Sache, das Grüne und das anfängliche Staunen geraten so aus dem Blick. Die Sache bleibt unklar und wird in diesem Beispiel durch eine pädagogische Absicht, nämlich die Situation als Frage-Antwort-Situation abzuschließen, überschattet. Dies mag auch durch den starken Anspruchscharakter der Situation kommen. Der Gefragte eilt sogar aus einem anderen Zimmer herbei und diese räumliche Antwort auf den Anspruch kann wiederum als ein Anzeigen der Wertschätzung gesehen werden und damit als eine implizite Verstärkung der Übung des Fragens von Seiten des Kindes aus. Ich komme zum zweiten Beispiel. Das ist jetzt ganz aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus dem Schulunterricht. Zum ersten Mal stand ich als Lehrperson vor einer Klasse. Ich schrieb das Wort Geschichte in die Mitte der Tafel und fragte anschließend in die Runde, was sie wohl mit diesem Wort in Verbindung setzen. Am Tag vorher habe ich mir die verschiedensten Szenarien ausgedacht, welche Wortmeldungen von den Schülerinnen kommen würden. Aber es kam einfach nichts. Anfangs habe ich nicht ganz verstanden, ob sie einfach keine Lust hatten zu antworten oder die Frage zu schwierig war und sie Hilfe brauchten oder sie einfach noch Zeit brauchten. Keiner sagte etwas und ich wurde langsam nervös. Genau, das ist aus, muss ich noch dazu sagen, ist aus einem Praktikumsbericht von Studierenden. In dieser Situation wird über die Tafel die Frage zuerst als pseudo-stiller Impuls eingeleitet. Die Lehrperson stellt die Frage sicher aus didaktischen Gründen. Es ist der Versuch eines eher klassischen Unterrichtseinstiegs. Die Frage könnte auf Unterschiedliches anspielen. Auf eine Selbstauslegung, der Mensch als geschichtliches Wesen, auf einen Lehrsatz oder auf den Aufbau von Geschichtsbewusstsein. Generell muss die Lehrkraft aber davon ausgehen, dass die Schülerinnen erstens eine Antwort auf die Frage formulieren können und zweitens, dass sie dies auch machen werden, weil es sich um eine schulische Fragesituation handelt. Die Lehrperson hat, vielleicht auch schon in der Vorbereitung auf ein Tafelbild oder eine mögliche Strukturierung der Antworten, also schon vorgearbeitet.
Dem Fragen ging so gesehen ein Antworten voraus. Oder umgekehrt, die Frage wurde von den Antworten her entwickelt. Damit schließt die Frage inhaltlich an ein bestimmtes Wissen an und formal an ein bestimmtes Sprechen über Geschichte in Form eines offenen Gesprächs. Das wird so ein bisschen deutlich dadurch, dass die Lehrerin sagt, was verbinden Sie damit? Also es ist ein offenes Gesprächsangebot. Es ist anzunehmen, dass diese Form des frageninduzierten Unterrichtsgesprächs in seiner Regelhaftigkeit allen Beteiligten bekannt ist. Nun steht aber die Lehrperson vor dem Problem, dass die SchülerInnen nicht mitspielen. Es bleibt vorerst unklar, warum. Wissen Sie keine Antwort? Das heißt, verbinden Sie wirklich gar nichts mit dem Wort Geschichte? Oder ist der Operator der Frage zu unklar? Was heißt denn eigentlich verbinden? Geht es um Wissen oder um emotionale Einstellungen gegenüber Geschichte? Welche Antworten sind erlaubt? Oder aber die SchülerInnen verweigern schlicht den Einstieg in die Praxis des Fragens und Antwortens, um die Lehrperson so ein bisschen zu ärgern oder um sich einfach zu verweigern. Die Situation stagniert also, das Fragen wird hier nicht zum Movens des Lernens und das Zeigen als Inversion setzt erst gar nicht ein, weil die SchülerInnen ihrerseits nichts Fragliches ansprechen, also nichts für sie Fragliches formulieren. Die Lehrperson geht, zumindest gedanklich, verschiedene Reaktionen und Antworten durch, die aber alle nicht manifest werden. Die Lehrperson versteht nun ihrerseits die Fragesituation nicht mehr, ebenso versteht sie nicht, was an ihrer Frage nicht fraglich sein soll. Also sie versteht sozusagen nicht, dass auf ihre Frage niemand irgendwas fragwürdig findet. Gut, nach diesen beiden knappen Beispielen und so einer ganz kurzen sozusagen Interpretation der Beispiele möchte ich die jetzt mit den theoretischen Schlaglichtern, die ich vorher aufgezeigt habe, in Verbindung bringen und versuche dabei vor allem auf Punkte einzugehen, die so Irritationen erzeugen, beziehungsweise Punkte, in denen diese begrifflichen Fassungen aus dem ersten Teil am Beispiel erweitert werden müssen oder nicht mehr greifen. Zuerst kann man sagen, dass beide dargestellten Fragesituationen einen starken illokutionären Charakter aufweisen, der auch Anspruchsverhältnisse zwischen Fragenden und potenziell Antwortenden etabliert. In Beispiel 1 wird dieser Anspruch sozusagen von der Welt, die aber zuerst stumm bleibt, oder die stumm bleibt, auf ein menschliches Gegenüber transferiert. In Beispiel 2 ist der Anspruch auch durch schulische Hierarchien bestimmt. Die Frage muss hier eigentlich beantwortet werden, umso drängender stellt sich die Frage, warum sie nicht beantwortet wird. Die eröffnende und ordnende Funktion des Fragens unterscheidet sich also je nachdem, ob die Fragesituation Lernenden oder Lehrenden induziert ist. Dabei ist der zwischenmenschliche Anspruch auch von den Beziehungen der Beteiligten geprägt. Nicht jede Frage führt zur gleichen Qualität des Mitseins und zur Etablierung einer Fragegemeinschaft. Also kann man ja sehen, in Beispiel 1 ist es irgendwie eine Erziehungsperson oder eine sehr nahestehende Person, die sofort auf diesen Frageanspruch reagiert. In Beispiel 2 ist es eine institutionelle Beziehung, könnte man sagen, zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, die dann vielleicht eine ganz andere Qualität des Mitseins hat. Interessant ist hier aber trotzdem, dass zumindest im Beispiel aus der Schule das Fragen nicht an einem Mock-Problem oder an schulischen Leistungshierarchien scheitert. Denn Geschichtlichkeit ist, also würde ich jetzt mal sagen, eine Frage, die auch Teenager bewegt und die Situation war an sich erstmal bewertungsfrei. Trotzdem hat es irgendwie nicht funktioniert. Der Fokus auf die Frage als Movens des Lernens und der sozusagen schon internalisierte Kurzschluss von Fragen und Zeigen hat in beiden Beispielen die Ausgangsfrage und das Fragliche sozusagen überrannt. Die SchülerInnen werden direkt ins schulische Fragen hineingeworfen. Der Erwachsene im ersten Beispiel fühlt sich durch die spannende Kinderfrage sofort in einen vorsorgenden und helfenden Frage-Antwort-Modus gesetzt. Das Fragen als Artikulation überschattet so die Frage als Weltbezug. Die lebensweltliche Intentionalität des Fragens wird durch die pädagogische Absicht des Fragens eng geführt. Der Anspruch der Wirklichkeit, den Derbolaf als entscheidend für bildendes Fragen benannt hat, stellt sich über die Sache her. Diese muss für die Fragenden einen gewissen Anspruchscharakter haben, wie etwa das Grüne im ersten Beispiel, oder bereits vor dem eigentlich didaktischen Fragen in ihrem Anspruchscharakter dargestellt werden.
was bei der Frage nach der Geschichte misslingt. Zentral ist hierbei ein Moment des Verstehens, das heißt das erziehende Verstehen, was an der Ausgangsfrage das Fragliche für den jeweils Fragenden ist oder wie eine Frage einzuführen ist, damit die Sache fraglich wird. Damit ist das Fragen können, das sowohl Derbolaf als auch Prange als Voraussetzung für Didaktik und Erziehung ausweisen, nicht mehr nur eine propädeutische Lern- und Übungsaufgabe für Lernende, sondern auch eine Aufgabe für Lehrende. Hier geht es um Sensibilität für das Fragliche, das an einen herangetragen wird, und ein grundlegendes Mitverstehen von Welt, wie sie sich für Lernende zeigt. Ich komme jetzt abschließend nochmal auf die Frage ob die Frage und das Fragen eine Praxis ist, zurück, also die Frage der Praxis zurück. Und da möchte ich abschließend nochmal 4 Punkte ausweisen. Erstens, als pädagogische Praxis müsste das Fragen in Hinblick zum Beispiel auf den Status als operativer Begriff auch normative Ansatzpunkte bieten. Das hat man jetzt vielleicht gemerkt, so an diesem Unterrichtsbeispiel, dass ich wahrscheinlich auch normativ gewertet habe und das als misslungenen Unterricht und schlechte Frage oder so dargestellt habe. Also es müsste normative Ansatzpunkte bieten. Eine Orientierung in der pädagogischen Praxis ist nur möglich, wenn Begriffe präskriptive Anteile haben. Damit verbunden ist auch die Frage, was gute Fragen sind. Hier haben sich diese normativen Einsätze in 3 Bereichen gezeigt. Erstens im ethischen Anspruch, der mit dem Ansprechen des anderen im Modus des Fragens einhergeht. Zweitens in der normativen Vorgabe, sich auf das Verstehen der Lernenden einzulassen. Und drittens in der Normativität der Sache. Dieser letzte Punkt, also die Sache, hängt auch mit dem vorigen zusammen, mit dem Verstehen. Hier öffnet sich dann die Spannung, einerseits der Wahrheit der Sache gerecht zu werden, wie Petzold das sagen würde, andererseits damit den Anspruch der Wirklichkeit, jetzt wieder Derbolaf, und die lebensweltliche Frage nicht aus dem Blick zu verlieren. Das hat man vielleicht auch in den Beispielen jetzt gesehen. Dieser Anspruch der Sache wurde eigentlich in beiden Beispielen relativ schnell versucht, irgendwie in eine klare Aussage zu überführen. Also könnte man jetzt mit Petzl sagen, Wahrheit, obwohl, wie gesagt, diese Erklärung mit dem Grünen nicht besonders viel Wahrheit wahrscheinlich in sich trägt. Zweitens, scheint es jetzt unzweifelhaft, dass die Frage orientierend und strukturierend wirkt, selbst dort, wo sie in einer gewissen Dysfunktionalität schweben bleibt. Die Frage bringt das Pädagogische gleichsam hervor, aber nicht aus dem Nichts. Vorausgehen muss dieser performativen Etablierung einer pädagogischen Konstellation eine grundlegende Fraglichkeit, also die Frage an die Welt, und eine Sozialität oder Ansprechbarkeit, die Frage an den anderen. Als Praxis findet sich das Fragen also immer schon in der Welt und im Mitsein. Drittens wäre nur noch die Frage, worin dann die Pädagogizität des Fragens genau besteht. Hier machen die genannten pädagogischen Positionen unterschiedliche Vorschläge. Entweder wird über pädagogische Begriffe argumentiert, so zum Beispiel, wenn Fragen als Hilfe zur Wissensaneignung im Modus der Bildung oder Fragen als dialektischer Gegenpart des Zeigens gefasst wird. Ebenso gibt es Einsätze, die das Fragen stark methodisieren, im Sinne einer Artikulation von Lerngegenständen. Dabei ist es aber vielleicht gerade die Fossilisierung der Praxis des Fragens in der Methode und ihre starke Bindung an das Zeigen und an kanonisierte Sachen des Lernens, die die Praxis verunmöglicht. Demgegenüber stände dann das Fragen als verstehendes Vermitteln zwischen der lebensweltlichen Frage der Lernenden und den kulturellen oder wissenschaftlichen Antwortbeständen auf diese Frage. Wobei, wie gesagt, die Gefahr besteht, dass Alters- und Wissensdifferenzen das Verstehen der Fraglichkeit des anderen hier verschatten. Ohne also einem pädagogischen Naturalismus das Wort reden zu wollen, könnte es also doch sein, dass in der Überführung der lebensweltlichen Frage in ein pädagogisches Fragen genau die Elemente verloren gehen, die wiederum in den Lern- und bildungstheoretischen Einsätzen als besonders motivierend, tiefgängig oder bildungsverwandt gesehen werden. Natürlich sind all diese Kritikpunkte jeweils nochmal vor den Hintergründen von Institution, Kultur, Tradition und pädagogischer Ökonomie auszubuchstabieren. Aber auch das würde das Fragen als Praxis auszeichnen.
dass es nämlich Eckpunkte und Reflexionseinsätze umreißt, die je nach konkreter Situation anders beleuchtet werden müssen und nicht definitorisch festgestellt werden können. So, und viertens wäre jetzt noch die Frage zu beantworten, in welchem hierarchischen oder systematischen Zusammenhang das Fragen zu anderen pädagogischen Praxen steht, die im Rahmen dieses Kolloquiums diskutiert wurden und werden. Das schaffe ich heute leider nicht mehr und schließe so ganz didaktisch meinen Vortrag, indem ich diese Frage an Sie und das Plenum weitergebe und hoffe, damit zumindest teilweise auch einen Punkt anzusprechen, der für Sie fraglich ist. Dankeschön.